Hallo zusammen zum nächsten Video. Hier geht es jetzt um Zündung einstellen, also PVL-Zündung einstellen. Ich möchte das jetzt gerade zeigen, wie das geht. Hier habe ich vorher eine 3 Grad PVL dran gehabt. Ich kann gerade schnell zeigen, was der Unterschied zwischen 3 Grad und 13 Grad ist. Das hier da ist die Zündplatte. Die hier ist von Stage 6 PVL, in diesem falschen Durchmesser, der ist grösser. Darum musste ich die von normalen analogen Zündungen übernehmen, weil hier habe ich jetzt eine Stage 6 PVL nachgerüstet. Was man auch auf Instagram wird sehen, bei meinem Instagram-Kanal, Mike Schick heisse ich, oder MSD Performance kann man eingeben, also Hashtag MSDP, und dann wird man mich auch finden und all die Sachen, was ich so mache im Bereich Moffa-Tuning, Zweitaktmotoren und so weiter und Porting und so Sachen, wird man auch alles sehen dort. So ein bisschen Details davon, was ich so auf YouTube zeige, auch Zwischenparts und so weiter, was ich jetzt nicht gerade Videos darüber mache und all das Zeug einfach. Ja, hier habe ich Stage 6 PVL nachgerüstet, wie schon erwähnt, habe einfach die Platte hier müssen ändern, aber ist noch nichts eingestellt. Hier kann ich noch verdrehen. Den Rotor habe ich von normalen analogen übernommen, weil die Rotoren sind alle gleich. Und der hier ist für Puchzünden, also Puchwellen. Das passt also 1:1 drauf. Und Stage 6 PFL gibt es nicht für Puchmotoren, sondern nur für Scooter oder 50 Kubik, also D50B0 Motor oder AM6 Motor oder Minarelli Motor und so weiter. Darum habe ich da die Platte müssen ändern und den Rotor von der alten Zündung übernommen, also von der hier. Das hier da ist 3 Grad PVL, das sieht man hier anhand von dieser Nummer. 1442 ist 3 Grad PVL, die hat weniger Wicklungen hier in dieser Spule drin. Und durch das hat sie auch weniger stark abfallende Zündkurve. Und durch das hat die mehr Leistung oben raus bei höheren Drehzahlen. Und 13 Grad, was man so in fast allen Mofa-Shops bekommt, wie Puchshop oder Scootrama und so weiter, bekommt man eigentlich hauptsächlich nur 13 Grad PVL. Die hat dann eine Ziffer 1443. Und das ist das, was ich hier noch verbaut habe. Die hatte ich nur hier drinnen, weil ich 3 Grad nicht zur Verfügung hatte. Die ist nämlich relativ schwer zu finden. Und jetzt will ich die hier einbauen, für das, für Charakteristik her, ist das so ein Hochdrehzahlmotor hier. Und dann kann man auch gut 3 Grad PVL verbauen. Und 13 Grad, die jetzt da innen ist, die kommt näher in Airsal-Motor rein. Beim Airsal-Motor ist ja nicht so hochdrehzahlmässig, sondern eher so ein Allrounder-Setup, das so relativ früh in Reso kommt. Ich glaube, so zwischen 5.000 und 5.500 geht es langsam in Reso. Bis so 12.000 hat man Leistung und dann ist Ende dem Gelände. Bei diesem Motor hier geht es bei 8.5 Reso und der dreht locker bis 15.000. Das ist schon gerade eine andere Region, wo der arbeitet. Hier ebenfalls. Hier ist noch gerade eine Stufe heftiger. Reso-Einstieg ist ähnlich. Ein Mühe höher, ein paar hundert Umdrehungen höher. Aber kickt natürlich noch gerade eins anders weg, weil einfach Setup-technisch ist einfach hier Endstufe angesagt. Und 13 Grad PVL hat eine stärker abfallende Kurve, das heisst, unten raus hat sie mehr Vorzündung als 3 Grad und oben raus weniger. Das ist der Vorteil, unten raus mehr Vorzündung gibt mehr Leistung unten raus und stärker abfallend heisst, dass einfach die Motoren oben raus nicht mehr so viel Leistung entwickeln können, weil der Zündzeitpunkt nicht mehr stimmt. Und mit 3 Grad hat man das Phänomen nicht, weniger. Und einfach unten raus ist sie nicht so toll, aber hat man ja hier das Problem nicht, weil die Kupplung ist ja so eingestellt, dass sich bei dem hier ein bisschen zähmer eingestellt, man könnte es noch aggressiver machen, dann könnte man auch schon problemlos mit Power Wheels losfahren, aber ich habe es extra ein bisschen abgeschwächt, beziehungsweise die Koppeldrehzahl zurückgenommen, die greift so bei 8000 Touren ungefähr, so 7.500-8000, und kurz danach setzt der Reso ein, ist absichtlich so gewählt, für dass er auch einigermaßen fahrbar ist. Ich habe schon schärfer eingestellt, die Kupplung, und das ist wirklich richtig giftig.
wollte ich auch nicht, weil das Fahrzeug ist sonst schon giftig genug. Hier hingegen will man nur Resonanzleistung, das heisst, die Kupplung soll dann greifen, wenn der Motor gerade in Reso ist reingegangen, schön Boost hat und dass man auch nur noch mit Resonanzleistung fährt. Und klar ist natürlich mit der Leistung, die der hier entwickelt, in den Kurven, wie jetzt zum Beispiel auf der Rennstrecke, hat man dann wahrscheinlich das Problem, wenn man den Gashahn aufreißt, dass es heissseitig gefährdet ist, das Töffli. Das heisst, dass einfach zu viel Leistung auf das Hinterrad geht, dass es durchdrehen oder Kurvenausgang auf das Hinterrad treibt. Weil übersetzungstechnisch habe ich jetzt 1345, also original, für das ich die kurvenreiche Strecke, die ich jetzt bei mir daheim habe, auch richtig testen kann. Auf der Rennstrecke wird ich nicht viele andere Übersetzungen haben. Geht Carpan Liska fahren. Da wird ich ein 14er Ritzel verbauen und ich glaube, oder 15er sogar, 15er Ritzel und 48er Zahnkranz. Das ist dann wie 1445, das heisst einfach ein Zahn mehr als hier. Der Vorteil von mehr Umfang hier und mehr Umfang da ist einfach darin, dass es weniger Reibung in den Kettenglieder gibt und weniger Verschleiß durch das. Und die Kette hat einfach mehr Geschwindigkeit drauf und weniger Kraft, kann man so sagen, weil die Kette mehr beschleunigt wird. Es ist eine Theorie, ja. Je grösser das ist und das ist, obwohl das Übersetzungsverhältnis her gleich ist, wie wenn man ein kleineres Ritzel und einen kleineren Kranz verbaut, hat man einfach weniger Kraft, die auf die Glieder zerren, weil mehr Zähne in die Kette eingreifen können. Und somit hat man weniger Verschleiß und weniger Zerrung an der Kette, aber die Kette läuft schneller. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Probiere ich einfach, weil es gibt einfach auch weniger Verlustleistung im Antriebsstrang. Das ist schon so ein Vorteil, weil hier geht es wirklich um maximale Performance und da will ich möglichst viel Leistung am Hinterrad haben. Darum mache ich das so, aber auch mit anderen Felgen, weil die Stahlfelgen sind zu weich, die haben zu viel Flexibilität drin und es gibt so ein schwammiges Fahrgefühl in der Kurve. Das muss noch geändert werden. Kommen wieder Puchgussfelgen, kommen da drauf. Das ist alles ein anderes Thema. Jetzt will ich eigentlich um die Zündung diskutieren. Ich nehme jetzt hier mal das Polrad vor, dann kann ich das zeigen, wenn ich hier die Zündung wechsle. Und hier kann ich zeigen, wenn ich es einstelle. Hier muss ein anderer Zündzeitpunkt gewählt werden. Ich habe da jemanden nachher gefragt, der sich mit der Stage 6 PFL sehr gut auskennt. Und hier muss ein bisschen mehr gewählt werden, also nicht 1,4 bis 1,6 mm, sondern deutlich mehr. Da habe ich, glaube ich, 3,49 muss ich machen als Basiswert und dann muss ich es mal testen, wie sich das anfühlt. Weil hier hat man ganz andere Zündkurven, hier hat man 30 Grad Vorzündung bis 8000 Umdrehungen und dann geht sie ganz langsam den Zündpunkt zurück. Das ist aus dem Grund gewählt, dass unterhalb vom Resonanzbereich mit viel Vorzündung gearbeitet wird, dass man sozusagen die fehlende Resonanzleistung tut überbrücken mit viel Vorzündung. Und dann, sobald er in Reso kommt, muss man mit der Vorzündung zurück. Sonst gibt es eine klopfende Verbrennung. Das will man ja nicht, weil die Füllung dann rasant viel besser wird im Zylinder, wenn der Reso einsteigt. Und dann hat man dann zu viel Vorzündung. Dann muss die auch ein bisschen zurück. Und den Übergang tut man einstellen, indem dass man hier dran dreht, wenn, in welchem Bereich ungefähr, dass die Kurve so zurückgehen. Das heisst, das Zusammenspiel von Reso-Einstieg zu Zündkurve muss hier übereinstimmen. Sehr viel mehr als bei der analogen, weil hier hast du viel flächere Kurven, hier ist sie viel aggressiver. Und das ist ein heikleres Thema bei dieser hier einzustellen als bei denen hier. Da kannst du nicht viel falsch machen, auch wenn man ein bisschen mehr Vorzündung hat oder weniger. Der Motor geht deswegen nicht so schnell kaputt, weil es recht humane Zündanlagen sind. Das sind analoge PVL-Zündungen. Da gibt es, glaube ich, zwei oder drei Versionen davon. Die gängigen, die wir kennen, sind links-rechts drehende 3 Grad und 13 Grad. Dann gibt es noch nur reine links drehende 3 Grad oder 13 Grad. Und dann gibt es noch reine rechts drehende 3 Grad oder 13 Grad PVLs. Bla bla bla, gibt mega viele Ausführungen. Die wir kennen, sind die hier, links und rechts.
3 Grad oder 13 Grad analog, wo man eigentlich für 170 Euro im Deutschhaus bekommt oder 300 hier in der Schweiz. Ja, und das hier ist ein kleines anderes Thema. Da habe ich einfach Einzelteile gekauft. Zündung, Zündmodul und Zündplatte hat mir etwas über 300 Steine gekostet. Die ganze Zündung komplett brauche ich ja nicht, weil den Rotor brauche ich nicht. Und auch die Adapterstücke brauche ich nicht. Ja, sowieso, das da wäre auch überflüssig gewesen, aber es gibt es nur im Gesamtpaket, das mit dem hier. Und jetzt geht es hinter die Zündung einstellen. Jetzt sage ich mal schnell zuerst schon den Motor, wie ich das mache. Wenn ich die Zündung einstelle, da dazu habe ich hier gerade eine Gießkanne, wo ich das Nattel draufstelle. Ich hoffe, man sieht es. Naja, das sollte gehen, oder? Ja, das sollte gehen. Also, ich nehme jetzt einfach mal als erstes die Zündkerze raus. Zündung alles schon montiert, Schräubchen angezogen, ganz leicht gelöst, dass es noch verdrehen kann, aber sich nicht selbstständig wieder verstellen. Wie man sieht, es bleibt in dieser Position. Dann nehme ich die Zündkerze raus. Ich habe jetzt leider kein Messsäuerchen, die kosten nämlich noch gerade ein bisschen Geld. Den Geldschisser habe ich auch nicht. Darum habe ich hier eine Schiebler. Mit der geht es aber auch, wenn man gefühlvolle Hände hat, also nicht da Zuckungen oder weiss auch nicht, epileptische Anfälle oder so, dann geht es natürlich nicht. Aber wenn man ruhige Hände hat, dann geht es schon, hätte ich gesagt. So, dann fahre ich hier reinfahren, bis ich mit dem Dings anstehe. Und dann tue ich ermitteln, ich hoffe, man sieht es, ich kann das da ein bisschen heilen. Dann tue ich ermitteln, ich muss hier ruhig haben. Dann tue ich OT bestimmen. Das ist sehr wichtig. Und in dem Moment, wo er zuvorderst ist, ist auch die Ziffer hier am kleinsten logisch, weil der Abstand von Kolben zu Zylinderkopf am kleinsten ist schnell. Und das kann man hier zum Glück auf ein Hundertstel genau bestimmen mit der digitalen Schiebler. Und das mache ich jetzt so. Und ich tue mit dem Daumen auch noch die andere Seite von Schiebler immer schön nach Kolben zu drücken. Das heisst, wenn ich OT wieder verlage, geht automatisch meine Schiebler mit dem Kolben mit. Weil sonst habe ich dann auch nicht ein gutes Ergebnis. Jetzt sieht man noch, bin ich vom Weg zu OT, jetzt wechselt es. Jetzt wird es wieder mehr, jetzt gehe ich wieder zurück. Hier ist OT. Jetzt habe ich das Wert, den Wert hier. Jetzt kann ich auf 0 eigentlich. Oh fuck! Moment. Ich hätte hier sollen drücken. Sorry, aber ist kein Problem. Jetzt gehe ich wieder dran her. Wieder schön. Ja, bin nicht weiter neben. So, 0 Eichen. Jetzt ist er schön bei OT. Jetzt gehe ich einfach zurück auf den Wert, den ich brauche. An Vorzündung, also Zündpunkt 3, oh Moment. Ich habe es ein bisschen vergeben, sorry Leute. Hier ist 0. So, jetzt gehe ich zurück. Den Wert, den ich brauche. Immer schön die Schiebler Kolben drücken, damit ich nicht ein verfälschtes Ergebnis bekomme, nicht so wie ich vorher gerade. 3,49. Und jetzt tue ich die hier fixieren. Sehr stark fixieren, dass wenn ich sie dran habe, mit dem Kolben schön anstehen. Und genau hier, in dieser Position, muss jetzt mein Zündpunkt sein. Und jetzt sehe ich gerade etwas, dass mein Polrad. Hier ist meine Markierung vom Polrad. Und hier ist die Markierung vor Zündung. Und jetzt habe ich sie voll in die Richtung gekehrt und ich komme nicht drüber rein. Jetzt habe ich das Problem, wo ich eigentlich gehofft hätte, dass ich es nicht hätte, aber jetzt habe ich es halt gleich. Jetzt muss ich das Polrad lösen und dann versetzen, dass es dann übereinstimmt. Das ist jetzt halt einfach ein zusätzlicher Aufwand, den ich hier betreiben muss. Das mache ich jetzt gerade schnell ohne Kameraeinsatz, weil das kann unter Umständen eine Viertelstunde fressen, je nachdem, wie fest das Ding entgegen hat. Das ist jetzt schon lange nicht mehr gelöst worden auf dem Motor.
Aber im Prinzip wollte ich dann, dass die Markierungen jetzt bei 3,49 mm vor Ort übereinstimmen. Und dann habe ich dann meinen Zündzeitpunkt, den ich brauche. Dann kann ich die Schraube anziehen hier. Und dann ist eigentlich die Zündung eingestellt. Und dann kann ich das noch beim Pocketbike zeigen. Mache ich alles mal. So. Jetzt nehme ich mal schnell das Polrad, den Rotor fort. Und dann zeige ich dir, wie es weitergeht. So, ist etwas schneller gegangen als erwartet. Hat doch nicht so fest gehabt. Jetzt konnte ich diese Schraube hier lösen. Ich habe einfach hier mit dieser so Schraube rein, hier so entgegen. Und dann habe ich sie so gelöst. Und so tue ich sie eigentlich auch wieder anziehen. Ich wollte möglichst wenig mit dem Kolbenstopper arbeiten, damit wir nicht meine Kurbelwangen auf dem Hauptzapfen verdrehen, weil es einseitige Belastung gibt, wenn ich hier anziehe und löse. Will mir die Kurbelwange, die andere bleibt, und die Kurbelwange will es mir verdrehen. Und dann verdreht es mir meine Kurbelwange auf dem Hauptzapfen. Das will ich nicht. Und dann ist der Rundlauf nicht mehr gut. Das ist dann scheiße, weil dann gibt es einen Vibratoreffekt. Der Motor fängt an zu vibrieren wie ein Mohren und das belastet dann die Lager enorm. Bis hin zum Totalausfall. Und das brauche ich nicht, solche Probleme. Darum wollte ich möglichst wenig mit dem Kolbenstopper arbeiten und möglichst viel mit irgendwelchen Sonstwerkzeugen, die ich direkt entgegen haben kann und nicht irgendwo an einem anderen Ort, wo dann Kraft über Kurbelwellen, über den Hauptzapfen und so weiter geht, weil das ist ja nur verpresst und nicht verschweißt oder irgendwie so, und die Pressung hat auch nicht unendlich fest und das kann sich dann verschieben in die Pressung hin, und das wollte ich nicht, weil das ist scheiße. Jetzt habe ich hier meinen Kupplungsabzieher, aber den kann man auch brauchen für so solche Sachen hier. Das geht auch. Dann tue ich das einfach hier drauf. Schön suchen, schrübeln, für dass nicht das Gewinde ausreisst, weil das kann schon recht entgegen haben. Weil die Motoren hier sind sehr viel aggressiv. Wenn die Mutter nicht bombenfest sitzt, kann der Rotor hier locker lösen auf der Welle und dann verschiebt er und dann stimmt der Zündzeitpunkt nicht mehr. Die Probleme hat man bei Strassenmotoren nicht, weil die auch 3000 Mal weniger aggressiv sind. Wenn man hier eine Sekunde am Gashahn reissen, dann ist der schon auf maximal Drehzahl. Wenn man das bei einem Strassenmotor macht, mit einer Sekunde, dann hat er vielleicht 2000 Touren mehr als vorher. Also die Aggressivität darf man nicht unterschätzen. Darum muss das Zeug auch alles bombenfest sitzen. Sonst löst es sich immer wieder. Und die Probleme, die habe ich alle schon gehabt. Ich kenne das. Darum muss das Zeug bombenfest sitzen. Lieber zu fest als zu wenig fest anziehen, ist die Devise. Also zu fest kann man natürlich auch, dann geht es kaputt, logisch. Aber ihr wisst ja, was ich meine, nicht? Nicht so Meiji-mässig anziehen, das Zeug, sondern wirklich. Ist schon mal schön gekommen. Und ich lasse immer die Mutter drauf, damit mir nicht meine Kurbelwellen spreizt beim Gewind. Weil sonst kann ich dann die Mutter auch nicht mehr drauf tun. Das ist schon so ein Kriterium, das man gerne halber sieht. Weil sie dann ohne Mutter drauf die Dinger hier einsetzen. Die sind im Spitz vorne konisch, damit sie sich auf der Welle zentrieren. Man hat ja auch so Einbuchtungen bei Kurbelwellen drauf, dass es zentriert hier. Aber wenn zu viel Gewalt drauf kommt und die Mutter nicht drauf ist, kann es das Gewind auf der Welle spreizen. Und dann ist die Welle auch kaputt. Also dann hat man doppelt verloren, kann man so sagen. So. Toll. Jetzt, die Mutter hat so viel fest entgegen beim Lösen, dass es die Kurbelwelle mitträgt. Jetzt habe ich hier zur Not den Kolbenstopper eingesetzt. Jetzt, also eigentlich bin ich ein Doppel. Warum nehme ich das Ganze weg? Mann, Mike. Ich weiss, es ist vier Abend, ich hatte einen strengen Arbeitstag, mein Hirn ist schon ausgeschaltet, völlig. Aber ich muss ja die Mutter nicht ganz wegnehmen. Ich kann ja das einfach sonst verdrehen. Ich hure voll Idiot. So. Sorry für die Kraftausdrücke, die ich brauche. Aber manchmal müssen sie halt sein.
Jetzt drehe ich hier. Jetzt wird es sehr interessant. Wie soll ich jetzt die Kurbelwelle durchdrehen? Das ist gar nicht so einfach. Es ging einfacher. Wenn man, wenn man den Rotor nicht müsste durchdrehen müsste, würde es einfacher gehen. Weil jetzt habe ich das Problem, ich kann hier ein Mütterchen drehen, wenn ich es zu fest anziehe, fixiert sich mein Polrad, also mein Rotor wieder. Ich wollte immer Polrad sagen. Eigentlich stimmt beides. Aber es ist eher der Rotor. So, jetzt muss ich da wieder vorne drehen. Ah. Hier. Dann tue ich es dann noch kontrollieren, wenn ich es... Jetzt habe ich es doch... So, jetzt habe ich sie positiv. Ja, das stimmt natürlich. Weh. Ah, es geht. So. Ja. Ein bisschen hier drauf anziehen. Manchmal reicht es so, wenn man das ganz leicht vorpöppelt. Dann kann man das noch minim mehr anziehen. Ganz minim mehr. Und dann verdreht sich es nicht mehr. Jetzt schalte ich neues meine Schieblehre einschalten, du neues OT bestimmen, um zu schauen, ob mein eingestellter Wert passt. Weil das ist sehr wichtig. Nachkontrolle. Auf Null Eichen. Schnell schauen. Wieder OT. Hä? Mach ich etwas Leeres? So, hier ist jetzt OT, genau hier. Jetzt drehe ich zurück, wieder, bis ich bei 3,49 vor OT bin. Ich weiss, es gibt jetzt ein längeres Video, aber die müssen manchmal schon sein. Es haben schon mehrere Leute nachher gefragt, wie ich die Zündung einstelle. Jetzt sind wir genau... Hier. 3,49. Jetzt tue ich schnell kontrollieren. Ah, perfekt! Ganz leicht noch verdrehen da. So. Voilà. Jetzt kann ich das anziehen. So.